Gokula heißt Rinderherde. Gokula heißt Kuhstall. So wie es auch Gurukula ist, das ist eigentlich der Ort, wo der Guru lebt. Und Gokula ist jetzt der Ort, wo die Kuh lebt. Eigentlich muss man sagen, ist der Ort, wo eine Kuh lebt. Gurukula ist jetzt auch nicht der Gurustall, sondern ist der Ort, wo der Guru lebt. Deshalb Gokula, der Ort, wo Kuh lebt, beziehungsweise Kühe. Und eigentlich Go ist nicht wirklich Kuh, sondern Rinder, weil auch das männliche Rind dazugehört. Gokula wird manchmal auch als Dorf bezeichnet, an dem Krishna gelebt hat. Und so gibt es auch einen Ort, der wo gesagt wird, das ist Gokula und dort hat Krishna gelebt. Aber eigentlich war Krishna in einem Hirtenstamm, der gewandert war, also ein Wandervolk. Und so war der ganze Stamm, war Gokula, ein Ort, wo die Kühe waren. Und der ganze Stamm mit dem Vieh gehörten irgendwo zusammen. Und da, wo der Stamm und die Kühe waren, dort war dann das Dorf. Und dieses Dorf war eben ständig unterwegs. Gokula ist auch ein Name, den man manchmal spirituellen Aspiranten gibt. Und Gokula soll heißen, du bist der Ort, wo heilige Kühe sind und damit heilige Eigenschaften. Und die Kuh steht symbolisch für das Geben und die Freundlichkeit und das Mitgefühl. Und jemand, der Gokula ist, soll auch so diese Freundlichkeit, dieses Mitgefühl ausstrahlen. Er ist dann derjenige oder diejenige, die diese Freundlichkeit hat, Ort ist, wo all diese Eigenschaften der Kühe sind und wird auch diese Eigenschaften ausstrahlen. In diesem Sinne, Gokula, Kuhstall, Ort, an dem die Kühe sind, und damit auch der Hirtenstamm, in dem Krishna aufgewachsen ist. Und die Region oder der Ort, wo Krishna gelebt hat. Gokula.